Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Und es wurden endlich neue Rezepte herausgefunden, womit man Shiny Sandwiches zubereiten kann, wo man nicht nur... Oh, ich habe keine Pizza mehr. Sorry. Womit man nicht nur salziges Geheimgewürz braucht, sondern wo man alle benutzen kann. Und die Rezepte habe ich euch alle unten einmal verlinkt. Und die werde ich gleich auch zubereiten. Dann seht ihr einmal, dass es wirklich funktioniert. Bevor ich es vergesse, ganz wichtig, immer vorher abspeichern. Falls ihr euch mal verdrückt oder irgendwas schief geht oder ihr kein Shiny findet, immer vorher abspeichern. Es gibt 4 Zutaten, die müssen immer drauf. Das ist Tomate, Zwiebel, grüne Paprika und die Frikadelle. Und dann zweimal das, welchen Typ ihr haben wollt. Ich will jetzt hier Kampf haben und dafür nehme ich Gewürzgurke. Und dann könnt ihr jedes Geheimgewürz nehmen, was ihr wollt. Und zwar müsst ihr immer zweimal das Geheimgewürz nehmen. Ich nehme jetzt zweimal scharf. Den Piekser noch drauf. Dann müssen wir das einmal zubereiten. Und dann sollte ein Level 3 Sandwich dabei rauskommen für Level 3 Schillerkraft, Level 3 Entdeckungskraft für den Typ Kampf. Guck mal, ob wir das hinkriegen. Schön belegen. Es ist auch kack, egal wie es aussieht. 3 Sterne kommt immer raus. Alter Schwede, sind das viele Gurken. Hab doch nur 2 genommen. Also ich möchte nicht so viele Gewürzgurken auf meinem Sandwich drauf haben. Und die Fricker noch oben drauf. Und dann noch das Brot. Gut, ne? Perfekt. Guck, wie das aussieht. Ist halt aufgeklappt, damit man sieht, was drin ist. Aber es ist kackegal, wie es belegt, wirklich. Es ist wirklich kackegal. 3 Sterne und Kampf. Komm. Ja, Schillerkraft und Begegnungskraftkampf. Jetzt können wir das Picknick beenden und jetzt geht's ab in Zone 0 und ab zum Eisenkrieger. Da wollten auch einige wissen, wo ihr den findet, deswegen hier einmal der Fundort vom Eisenkrieger. Ihr müsst einmal hier in die Station rein und dann ganz wichtig in Observationsstation 3. 4 ist ja ganz unten im Schlund und 3 ist quasi direkt da drüber. Und hier müsst ihr eine kleine Höhle finden, wo Eisenkrieger spawnen kann. Das Gelbe gilt übrigens für Karmesin und die Donnersichel, auch in dieser Höhle. Die spawnen nur dort. Was ihr macht, ist einmal hier den kleinen Berg hochfahren. Oder hochspringen. Wäre witzig, wenn ich jetzt random eine Eisenart nochmal finden würde, Shiny. Und da vorne ist der, der Wasserfall, den ihr anpeilen müsst. Da könnt ihr entweder links rum oder rechts rum fahren. Und dann findet ihr zwischen hier und dem Wasserfall eine kleine Höhle. Ich muss immer selber auch ein bisschen suchen. Ich glaube, hier ist es drin, genau. Dann könnt ihr hier rein. Na, ist ganz schön versteckt, die Höhle. Und hier gibt es Eisenkrieger bzw. Donnersichel drin. Und was ich jetzt suche, ist einen Shiny Eisenkrieger. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich einen gefunden habe oder ich das Sandwich neu starte. Also es gibt... Ah, guck mal da! Es gibt eigentlich keine Ausrede, den Dex nicht voll zu machen. Man hat halt auch immer Schiss, dass man einen nicht sich angeguckt hat. Oh, 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 jetzt wird's aber frech. Jetzt wird's frech. Oh, das ist frech. Da muss ich zugeben, das ist frech. Das ist frech. 3 Stück. Wer sich zurückerinnert, vor 3 Tagen war ich hier, habe nicht einen gefunden. Jetzt finde ich hier 3. Was ist dein Number One Monos Game 9? Koraidon, Eisenkrieger, Monetigo. Tentera. Oh, Tentaria? Ne, Tentera, ne? Ja.
Eisenrad ist auch noch ganz cool. Espinodon ist auch cool. It was at this moment that he knew. He fucked up. Warte, geht das? Bleibt er da? Drei Stück ist frech. Drei Stück ist richtig frech, wirklich. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Oh. Ich muss schnell mein Dingsbums heilen. Das ist ja so frech. Ey, einfach vier Stück, Leute. Ey, ich hab gedacht, das ist unmöglich. Und dieser eine Streamer hätte so übertrieben Lack gehabt, aber das geht nicht. Ich hab. Ey, gestern, wie viele Eisenhände haben wir gesehen? 2, 3, 4.000. Und hier bei den paar Dingern einfach vier Stück raus. Wie lange habe ich noch? Noch eine, also, wenn ihr, stell dir vor, es kommt noch einer in 20 Sekunden.